Als ich das erste Mal mit der Ergotherapie durfte laufen, allein hätte ich es nicht gewagt. Und das war also ganz schön. Das ist so, wie wenn ein Kind das erste Mal läuft. Ich hatte ja Bauchgrippe. Danach haben meine Beine nicht mehr gedreht. Und danach habe ich gesagt, jetzt gibt es nur noch eins ins Spital. Und dort hatte ich da Ergotherapie. Das habe ich vorher nicht gekannt. Überhaupt der Unterschied zwischen Physiotherapie und Ergotherapie. Was die lernen müssen, bis sie das kennen, alles. Bis sie die Ausbildung fertig haben. Das hätte ich nicht können. Spannend finde ich, dass die Einsatzbereiche der Ergotherapie so vielseitig sind. So kann ich mit jemandem, der einen Unfall hatte, zusammenarbeiten, dass er wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkommen kann. Andererseits arbeiten wir auch mit Menschen zusammen, die psychische Probleme haben und unterstützen sie dabei, dass sie wieder ihren Alltag strukturieren können. Das Interessante und Herausfordernde an unserem Beruf ist, dass keine Therapie gleich ist wie die andere. Es ist wichtig, dass wir mit unseren Klienten schauen, was für sie relevant ist und gemeinsam dementsprechend Ziele formulieren. Ich kann nicht mehr auf das WC, ich kann nicht ins Bett und aufstehen und anlegen. Ich musste das alles wieder lernen. Und einen Becher heben und essen. Für die therapeutische Arbeit müssen die Studierenden lernen, nicht nur den Klienten zu beobachten, sondern auch sein Umfeld zu analysieren, damit sie praktische Lösungen für den Alltag entwickeln können. Ein Highlight ist definitiv, dass wir mit Kindern zusammenarbeiten können, die zum Beispiel Einschränkungen haben in der Feinmotorik, dass sie wieder lernen mit der Scherschnitt oder auch ihre Schuhe wieder selber binden können. Die Vielfalt des Berufs spiegelt sich auch bei uns im Studium wieder. Wir lernen nicht nur im grossen Hörsaal, sondern arbeiten auch in kleineren Gruppen zusammen mit anderen Studierenden hier am Departement G und eignen uns auch Wissen im Selbststudium an. Speziell zu erwähnen sind auch die verschiedenen Praktika, die wir haben während des Studiums. Dort konnte ich persönlich mein Fachwissen weiter vertiefen und auch anwenden. Unsere Studierenden sind im Gesundheitswesen sehr gefragt. Nach dem Abschluss können sie wählen, ob sie in einer grossen Klinik oder in einem grossen Spital arbeiten wollen oder eher in einer kleinen Praxis. Sie haben natürlich auch noch eine Möglichkeit und es wird auch gewünscht, dass sie sich weiterentwickeln. Sie können zum Beispiel den Europäischen Master of Science absolvieren. Sie können fachspezifische Weiterbildungen besuchen und was auch sehr spannend ist, sie können sich selbstständig machen. Ich lerne den Beruf, weil ich Menschen dabei unterstützen will, das zu tun oder zu machen, was für sie wichtig ist. Dank der Ergotherapie darf ich jetzt wieder allein kochen, allein daheim leben und spazieren und im Garten aussehen, den Blümchen schauen. Daheim ist halt immer noch am schönsten.